Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Okay, Boss. Fallout 4 im Überlebensmodus. Ich habe es wieder zum Laufen gebracht. Hui, da war eine Mod, die das Ganze gestört hat, die das Spiel zum Ausfallen gebracht hat, nachdem das Gespräch beendet hat. Ich habe das kurz geklärt und wir haben das Gespräch jetzt beendet. Wir haben ein bisschen Erfahrung bekommen und ich habe bemerkt, dass wir ein Level-Up haben. Das sollten wir doch direkt mal einsetzen für... Oh, das haben wir schon durch? Was soll ich denn jetzt nächstes machen? Mir gehen nichts mit den Ideen aus. Mit Level 95? Was haben wir denn noch so? Verdauung, bla bla, Dialog. Du bist charmant und gefährlich. Frauen leiden 5% mehr Schaden im Kampf und sind Dialogen einfacher zu überreden. Ja, machen wir das. Komm, was soll's. Haben sonst nichts Besseres zu tun, ne? So. Wir gucken unsere Aufgaben an. Wir können jetzt diesen komischen Typ irgendwo beim Markt wahrscheinlich finden und dann irgendwie Mini-Missionen annehmen im Commonwealth, nehme ich an. Das heißt, nichts Großartiges. Was wir allerdings haben... Obwohl, sprich mit Shanks. Ja, Siedlung einnehmen, ne? Ich würde aber glatt behaupten, wir machen das hier. Jagdsaison. Ich finde, Jagdsaison klingt ganz gut. Hey. Was gibt's, Boss? Warte da. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Dafür bleibst du mich hier. Moment, reden. Aufgepasst, Gage. Hey, Boss. Was kann ich für dich tun? Wobei, wegschicken. Es wird Zeit, dass wir uns trennen. Wenn du sagst, wir sehen uns zu Hause, Boss. Ich möchte nicht unbedingt, dass er sieht, wie ich alle töte. Es wäre ein bisschen ungünstig. Wir reisen somit... Als allererstes zu Fistop Mountain und gucken, wie wir sie am besten töten, ohne dass sie es merken. Ich vermute mal, das wird nicht gut enden, wenn wir das tun. Ist nur eine reine Vermutung. Aber gucken wir mal. Nicht, dass dann nachher unser neuer Freund unser Gegner wird mit der Power-Rüstung. Das ist ein bisschen blöd. Bringen die falschen Entscheidungen im Leben um. Ja, das kann gut sein. Wo finde ich jetzt diesen komischen Hanswurst? Du hast Glück, dass Nisha das Sagen hat. Ich hätte dich schon getötet. Ich glaube, ich muss jemanden anderen umbringen gerade. So, da oben ist er. Frage, sollten wir sie vorher ansprechen? Hallo. Hey, Nisha. Ich hätte da was, da wärst du perfekt für geeignet. Hast du es schon? Kein Interesse. Du verwechselst mich da wohl mit jemandem, den das interessiert. Oh, tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen, indem ich dir einen Job anbiete, der dich überfordert. Ich erlöse dich schon von deinem Leid. Gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob die alle böse auf mich sein werden. Verdammt! Hier gibt's kein Entkommen. Nein. Ich krieg immer, was ich will. Okay, das ist ein bisschen ungünstig, wenn die werden uns definitiv immer sehen. Wir können natürlich warten, bis sie schläft. Schläfst du irgendwann? Wie spät ist das jetzt? Nishas Holoband. Hä? Plötzlich hast du andere Sachen dabei? So konnte ich gerade dein ganzes Inventar sehen. Egal. Inventar, diverses Nishas Holoband. Gucken wir mal, was steht denn da drauf? Wo ist es denn? Nishas Holoband. Eintrag 1. Sledge ist tot.
war gar nicht so schwierig, wie ich gedacht hatte. Nachdem er mich als Kind aufgenommen, großgezogen und ausgebildet hat, wäre ich davon ausgegangen, dass ich zumindest ein bisschen gezögert hätte. Aber er war dafür verantwortlich, dass meine Eltern aus Versehen getötet wurden. Und dann hat er den verheerenden Fehler gemacht, mich zurückzulassen. Der Mistkerl dachte wahrscheinlich, dass ich so gut wie tot wäre, aber diesen Feigling nach der ganzen Zeit, die ich an seiner Seite gestanden hatte, weglaufen und den Schwanz einziehen zu sehen, sorgte dafür, dass alle Loyalität und jeglicher Respekt für ihn verschwanden. Das Beste war sein Gesichtsausdruck, als ich zurückkam. Ich weiß immer noch nicht, wie ich entkommen konnte, aber dem ganzen Blut, mit dem ich verschmiert war, war es für mich, für meine Feinde bestimmt nicht besonders angenehm. Danach erkannte ich, wie viel von dem, was er gesagt hatte, absolut Unsinn war. Ich gab ihm mindestens einen Monat, um mir zuzuhören. Was mir im Rückblick ziemlich gnädig erschien, aber jetzt ist es vorbei. Eintrag 2. Nachdem Sledge und alle anderen Arschlöcher, die mir nicht folgen wollten, tot sind, hat es hier einige Veränderungen gegeben. Ich nenne uns die Jünger. Wir gehen den Weg, den die Welt vorgesehen hat. Töten oder getötet werden. Das Überleben des Stärkeren, dieser Kram. In solchen Zeiten wäre alles andere unvernünftig. Ich sehe diese Farmer, die sich wie meine Eltern ein bisschen Zivilisation erkämpfen wollen. Nur um vor Supermutanten, Red Skorpionen oder natürlich Raidern erledigt zu werden. Diese Welt hat nichts Freundliches an sich und man kann sie nur besiegen, indem man besser ist. Wir konnten uns hier schon einen ziemlich guten Ruf verschaffen. Die Nachrichten verbreiten sich schnell und offenbar auch wesentlich weiter als gedacht. Ein Typ namens Gage hat sich bei mir gemeldet, will mit mir reden, ein Geschäft machen. Scheint interessant zu sein. Ich habe fast schon ein schlechtes Gewissen, dass ich dem Boten die Kehle durchgeschnitten habe. Super. Gage hat einen Vorschlag für uns. Wir helfen ihm und einem anderen Kerl namens Coulter, ein Handelszentrum namens Nuka World zu erobern und kriegen dadurch alle genug Geld bis ans Lebensende. Das Problem dabei ist, dass wir das mit zwei anderen Banden durchziehen müssen. Heilige Scheiße, die sollte man echt mal gesehen haben. Außerdem wird von uns erwartet, dass wir miteinander klarkommen. Also wird niemand umgebracht. Zumindest nicht so, dass man es beweisen kann. Die Niemand-stirbt-Richtlinie wird zwar nicht sonderlich viele Anhänger finden, aber mit einer Lass-dich-nicht-erwischen-Klausel könnte das zu schaffen sein. Und uns gehen sowieso die Opfer aus. Die Leute sind nicht dumm und ziehen weiter. Wenn wir uns einen großen Außenposten unter den Nagel reißen und uns an diese witzige kleine Regel halten können, haben wir ausgesorgt. Wir sind jetzt seit fast einem Jahr in Nuka World und Coulter hat sich keinen Schritt bewegt. Das einzig Gute ist, dass wir die Feuerprobe gebaut haben. Ist ganz unterhaltsam und hilft uns, ruhig zu bleiben. Aber es wird Zeit für eine Veränderung. Ich bekomme mit, dass die anderen Anführer unzufrieden sind. Wenn Coulter nicht bald mal loslegt, werden er und Gage Bekanntschaft mit meinem Messer machen. Aktualisierung. Anscheinend werden nicht nur Max, Mason und ich ungeduldig. Gage ist vorbeigekommen und ich muss schon zugeben, sowas erfordert Mumm. Er hat einen Plan, um Coulter loszuwerden und durch einen neuen Overboss zu ersetzen. Oder vielmehr, um seinen eigenen Arsch zu retten. Genauso gut könnte man Coulter den Wölfen zum Fraß vorwerfen und es ihm in die Schuld schieben. Er weiß, dass er mich, Mason und Max nicht befördern kann, ohne dass hier die Hölle los ist. Also ist ihm hoffentlich bewusst, was er tut. Es ist geschafft. Gage hat es durchgezogen. Er hat nicht nur frisches Blut reingeholt, um Coulter zu ersetzen, sondern Coulter gleichzeitig auch von diesem frischen Blut ausschalten lassen. Es ist allerdings noch zu früh, um beeindruckt zu sein. Coulter war ohne Gage Hilfe nicht zu besiegen. Ob wir also einen tollen neuen Overboss wieder so eine Scheißniete haben, bleibt abzuwarten. Okay. Wie spät ist das jetzt? Kann ich das irgendwo sehen? Ich weiß nicht, wie spät das ist. Lust auf einen Nachteinsatz? Wir stellen einen für morgen zusammen. Vergiss es. Ich vertraue hier gerade zu vielen Dingen nicht. Verdammt. Hier hat man nochmal geschlafen? Achso. Ja, gut. In dem Bett. Wieso kann ich nirgendwo sehen, wie spät es ist? Was soll denn der Scheiß? Müsste aber mitten in der Nacht sein. Die schläft einfach nie. Die schläft nicht. Bei deiner Vorgehensweise scheinst du auf dein Leben zu scheißen.
Verfolge und töte. Ja gut, ich kann sie ja verfolgen, aber das bringt mir auch einen Scheißdreck, oder? Ich hasse nichts mehr, als dich atmen zu sehen. Wie machen wir das mit dir? Wie kann man jemanden töten, ohne dass die anderen irgendwie Wind davon kriegen? Das geht ja gar nicht. Das geht nicht. Ich meine, ich kann hier einen verdammten Headshot verpassen. Moment. Ah, ich habe keinen kritischen. Jetzt wird's interessant. Was ist los? Das Problem ist, die dürfen mich nicht erwischen, aber die werden mich erwischen. Ich krieg's ja auch nicht One-Shot getötet. Wollen wir einfach drauf scheißen und alle töten? Wir machen das einfach. Scheiß drauf. Scheiß auf alles! Jetzt wird aggressiv vorgegangen. Wir müssen uns nur rausschleichen. Scheiße, nein! Nein, nein, nein! Bin weg, tschüss! Die anderen dürften nicht böse auf mich sein, oder? Ich meine, die freuen sich doch, wenn sie tot sind, die anderen. Bitte dich. Wer ist da? Verdammt. Sind die alle jetzt böse auf mich? Ja, das ist die Jünger. Okay, die Jünger sind natürlich böse auf mich. Noch mehr Jünger. Ich versuche mich hier einfach durchzuschleichen. Ich habe keinen Bock, irgendwelche Siedlungen im Kammerduell für die zu erobern. Nee, dann mache ich nicht mit. Ganz ehrlich, das ist meine Siedlung. Ihr seid nett zu mir, ne? Nein, du bist ein Jünger. Verdammt, wieso sind hier so viele Jünger? Das ist ein Unternehmer! So ist der jetzt böse auf mich. Egal, ich zieh's durch. Ich zieh's jetzt durch. Ich töte hier alles und jeden. Versteckst du dich? No, komm zurück. Ich dachte, wir hätten Spaß. Dann zieht euch doch! Gott, was ist denn hier los? Lasst mich in Ruhe! Oh. Wir kriegen das hin. Wir töten einfach alles und jeden. Jetzt wird aber zurückgeschissen. Erstmal helfen und dann töten. So ist richtig. Ich glaube, da ist jemand. Wer? Ich hoffe, wir müssen Gage nicht töten. Gott verdammt, ich hatte gehofft, dass du wiederkommst. Ah, dafür wirst du bezahlt. Verzieh dich, Max. Verdammt. Und Max ist ein bisschen schwieriger. Alter Schwede. Ich werde doch nicht das Commonwealth hier zerstören. Für euch. Ich merk schon, bin weg.
Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Nuka Town wird uns gehören. Kommt hier echt nicht raus? Okay, ziehen wir uns ein bisschen Packs rein. Oh, die sind zurückgegangen. Eine Kakerlake oder so. Ich werde dich kriegen. Also. Was? Hallo. Gott verdammt. Ich soll dich jetzt ernsthaft jagen? Na gut. Verzieh dich. Nein, verdammt. Ich mach dich kalt. Bist du gerade den Weg gelaufen? Easy. Ach, Lizzie ist auch noch da. Wie viel Leben habt ihr denn? So. William Black. Ein Drogenschlüssel. Oh, es geht gut ab hier. Meine Fresse. Okay. Steht uns noch einer im Weg, ne? Heute bin ich das größte Arschloch von Nuggetown. Der Overboss klärt. Ich teleportiere mich genau hinein. Ich glaube nicht, dass das die beste Idee ist, aber hey. Ich bin mutig. Und die Hunde sind unsterblich. Hier braucht wohl jemand eine Tat. Wenn du gerade Zeit hast, mal ein bisschen in die Richtung. Holy shit! Da kamen Granaten. Okay, das dürfte sich jetzt schwierigerweise mit uns reinporten, aber zum Glück kann ich ja noch laden zur Not, ne? Der hat Spaß, der Hirsch. Ach, verdammt. Okay, reinporten bringt gar nichts. Wir müssen uns reinschleichen. Wir müssen uns reinschleichen, Freunde, sonst sind wir am Arsch. Okay. Ah. Hast Glück gehabt. Ich hätte fast schon geschossen. Oh, hey Boss. Hab dich gar nicht gesehen. Keine Sorge, ich befreie euch alle. Markt Inside. Das Amphitheater. So. Aber diesmal richtig rein. Von vorne. Nicht von hinten. Von hinten ist immer unangenehm. Aber wir sind ja trotzdem hier. Oh shit. Was war das? Was zum Teufel? Verdammte Axt. Okay, ich brauche ein bisschen Leben. Falsche Taste. Ja, wer kommt denn da angeschissen? Ist das der Overbossi? Maulwurfsratte?
Scheiße, bitte keine Granaten. Jetzt kommen sie alle, ne? Ach, verdammt. Das sah eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, bis alle auf einmal kamen. Okay. Das dürfte sich jetzt am schwierigsten wohl erweisen. Jetzt verzieh dich! Tschüss! Oh Gott! Close! Ziemlich close! Die fighten da hinten irgendwie. Mir egal. Ich muss mich erstmal meinen Kopf verheilen, ne? Und meine Beine. Dann wird es Zeit, ein bisschen schmutziges Wasser zu trinken. So, und dann warten wir kurz. Dann gehen wir doch mal rein. Drüber fliegen bringt auch nichts. Ich habe gerade überlegt, ob es was bringt, vielleicht drüber zu fliegen. Okay. Was zum? Okay. Wer ist da? Oh, das wird sicher lustig. Wenn du gerade Zeit hast, baller mal ein bisschen in die Richtung. Oh! Ich hab gar nicht mitbekommen, dass da eine Granate war. Ach, Dreck. Das kann doch nicht so schwer sein, hier durchzurennen. Was ist denn los? Ich bin doch OP! Wer ist da? Okay. Das tat weh. Oh, gut. Verdammt, er hat mich gesehen. Oh, das ist kacke. Das ist echt kacke. Das ist der einzige Zugang. Ich muss nur schießen, sobald ich jemanden sehe. Okay, jetzt bin ich sauer. Er ist unsterblich! Er ist unsterblich! Noch nicht. Das war der Boss? Ich hab fast ein Level abbekommen. Bin da mal weg. Puh. Ich stehe kurz vom Level ab. Ein Gegner. Und dann haben wir es geschafft. Okay. Alles abgemurkst in einer Folge. Sehr schön. So. Als nächstes gehen wir in die Mark, ja? Sprich mit Megan C. Bridgman. Das werden wir morgen tun, Freunde. Morgen werden wir denen sagen, dass sie frei sind. Dass wir alles umgebracht haben. Vielleicht war es nicht die Art und Weise, wie sie es wollte. Aber es war mal auf meine Art und Weise. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.